David Michael Kallek wurde 1983 in den USA geboren. Bekannt wurde er als 4chan-Killer. Mehrfach wurde er wegen häuslicher Gewalt und schwerer Körperverletzung verhaftet. Am 4. November 2014 trank er 4 Stunden lang in einer Bar Bier und Wodka, bevor er nach Hause zurückkehrte. Dort griff er seine Freundin Amberlynn Copeland an, erwürgte und strangulierte sie schließlich mit einem Schnürsenkel. Zum Schluss knüppelte er noch mehrere Male auf ihren Kopf ein. Kallek entkleidete die Tote und machte zahlreiche Fotos, die er zusammen mit verspottenden Bemerkungen auf 4chan veröffentlichte. Kallek nahm Copelands Auto und fuhr weg. Währenddessen rief er die Polizei und gestand. Es kam, dank der Ortungsfunktion des Handys, zu einer Verfolgungsjagd. Kallek gelang es zu entkommen. Am folgenden Tag jedoch ließ er sich widerstandslos festnehmen. Ich habe Amber Copeland getötet. Ich habe sie erst mit meinen Händen erwürgt und dann mit einem Schnürsenkel. Ich hatte keinen anderen Grund, als betrunken zu sein, und sie hat mich halt angepisst. Vor der Polizei zu fliehen hat so viel Spaß gemacht. Die Quellen sind sich uneinig, wo das Motiv nun wirklich lag. Manche glauben, zwischen Kallek und Copeland sei ein typischer Streit ausgebrochen. Andere behaupten, Kallek habe von einer Affäre seiner Freundin erfahren. Letztere Version gilt jedoch unter Berücksichtigung von Kalleks Aussagen als eher unwahrscheinlich. David Kallek wurde wegen Mordes ersten Grades zu 82 Jahren Haft verurteilt.